Alle Leitungen, die für diese Alarmanlage notwendig sind, wurden bereits installiert und gekennzeichnet. Am Tag der Installation werden alle benötigten Bauteile, Materialien und Werkzeuge, also alles, was er für den heutigen Arbeitstag benötigt, in die Wohnung gebracht. Die Alarmzentrale bildet den Mittelpunkt der Anlage. Hier werden alle Sicherheitselemente angeschlossen und können über das Bedienteil gesteuert werden. Alle Elemente der gesamten Alarmanlage sind gegen Sabotage, wie zum Beispiel Kabeldurchtrennung, geschützt. Der Alarm würde in diesem Fall sofort ausgelöst. Bevor das Gehäuse für die Zentrale angebracht wird, muss überprüft werden, ob dabei keine Stromkabel oder Wasserleitungen angebaut werden können. Ausloten, anzeichnen, bohren, dübeln, schrauben, einhängen und festziehen. Zur Stromversorgung muss die Alarmzentrale an die Elektroverteilung angeschlossen werden. In diesem Fall befindet sich der Transformator für die Elektronik in der Alarmzentrale unten rechts. Die Größe hängt von der Belastung des Systems ab. Der Anschluss des Potentialausgleichs ist sehr wichtig. Die Adern werden an den Transformator angeschlossen. Der Potentialausgleich wird mit dem Gehäuse verbunden. Herr Dükir setzt das Herz, die Hauptplatine, der Alarmzentrale ein. Hier werden alle Absicherungen des Objekts angeschlossen, wie zum Beispiel die Sirene, der Akku, die Bedienteile und so weiter. Vor der Wohnung wird ein Bedienteil angebracht, damit die Kundin von außen ihre Sicherheitsanlage scharf schalten bzw. deaktivieren kann. Natürlich besteht auch hier ein Sabotageschutz. Dieses Bedienteil ist für das Innere der Wohnung. Neben der Aktivierung und Deaktivierung des Alarms kann hierüber die gesamte Anlage gesteuert werden. Dies ist mit einem speziellen Programm auch über einen PC möglich. Nachdem alle Sicherheitselemente angeschlossen sind, macht Herr Dükir einen Funktionstest. Wird ein Alarm ausgelöst, geht die Sirene an. Die Einbruchmeldeanlage ist nun einsatzbereit.